Ja, danke, dass ihr da seid, immer noch da sitzt. Ich wollte so ein bisschen mal erzählen über alte und neue Mesh-Routing-Protokolle, was war und was noch vielleicht wird. Ihr kennt ja alles halt so Mesh-Routing-Protokolle wie OLSR und Batman, aber davor gab es ja noch Sachen und gibt es auch immer noch. Und andere Sachen sind, ich sag mal, gerade dann geile neue Scheiß. Und da wollte ich einfach mal eine kurze Übersicht geben. Fangen wir mal ganz tief in der Geschichte an, oder mit den Grundlagen. Erstmal, wofür brauchen wir das? Oder was ist so ein Mesh-Routing-Protokoll? Wir haben erstmal halt so ein Mesh-Netzwerk. Das ist dann so eine Topologie halt, so aus Knoten. Die sind irgendwie verbunden. Das ändert sich, die Topologie, und wir haben auch keine bestehende Infrastruktur. Und daraus ergibt sich eben dieses Mobile Ad-Hoc-Mesh-Netzwerking. Und genau, und wenn da jetzt Pakete von A nach B geroutet werden sollen, dafür braucht es eben irgendwelche Programme, die irgendeinen Algorithmus halt implementieren, die auf jedem dieser Knoten halt laufen und die dann entscheiden müssen halt, die müssen dann mit den Nachbarn kommunizieren eventuell, oder eigentlich in fast eigentlich allen Fällen, und dann irgendwie herausfinden, wer ist jetzt wo, und wenn jetzt ein Paket kommt, an welchen Nachbarn muss ich das jetzt weitergeben, damit es dann irgendwann ankommt. Genau, und das ist halt die Routing-Software, die auf diesen Teilen läuft. Die implementiert den Rhythmus. Und das ist halt viel auch akademische Forschung. Und natürlich, wir wenden das an in unseren Mesh-Routing-Communities. Freifunk kennen, glaube ich, alle Leute hier. Und genau. Jetzt kommt aber, glaube ich, ganz alt aus der Geschichte so ein bisschen. DSDV, Destination Sequence Distance Vector Routing, ist eigentlich relativ simpel, ist eigentlich eher einfach nur, wird das im akademischen Bereich verwandt. Ich glaube, das erste Mal kam das oder wurde das halt in einem Paper von 1994 halt erwähnt. Da wird halt, wenn ihr was sucht, jeder Knoten announced sich irgendwie mit so einem Broadcast, der dann weiter halt mit einer Sequenznummer weitergegeben wird, und dann baut jeder halt eine Tabelle auf, jeder Knoten, und da steht dann halt drin, zu dem nächsten Knoten, der nächste Hop ist folgender, und zum Ziel braucht man dann, keine Ahnung, N Hops und so weiter. Ist eigentlich relativ simpel, will ich auch nicht so genau drauf eingehen, nur dass ihr es mal gehört habt, das ist halt sehr simpel und wird oft halt verglichen in akademischen Papern, die dann darauf aufbauen und sagen, ja, wir haben dieses und jenes optimiert. Gehen wir mal weiter. AODV ist wesentlich neuer. Das ist auch, teilweise wird es halt auch genutzt sogar, nicht nur irgendwie in Papern referenziert. Das steht für Ad-Hoc On-Demand Distance Vector Routing. On-Demand steht jetzt hier für reaktiv, das heißt, wenn da jetzt ein Paket kommt, dann wird erst nachgeschaut im ganzen Netz, wo ist das Ziel. Das Ziel meldet sich dann halt und daraus entsteht dann halt aus der Kommunikation dann automatisch die Route und das Paket wird zum Ziel geschickt. Es gibt ein paar Implementationen halt, habe ich ein bisschen aufgelistet. Meistens stehen die Abkürzungen dahinter für die Universität, UU, für University of Uppsala. Und so weiter. Aber ich glaube, meistens wird es halt verwendet, wirklich halt bei Zigbee. Zigbee kennt man vielleicht so ein bisschen Internet of Things, für Home Automation und so weiter. Genau, also AODV funktioniert im Grunde halt, wenn man halt ein Ziel Destination braucht, dann wird ein Broadcast das ganze Netz geblasen. Hier, ich suche das Ziel, und das Ziel bekommt dann das Paket und sendet dann halt per Unicast dann halt Paket zum Source, und dann weiß der Source und alle Knoten auf der Route halt, wenn jetzt das Paket kommt, für die Destination halt, an welchen Nachbarn das weitergegeben werden muss. Das ist auch relativ simpel. Funktioniert anscheinend auch in der Praxis ganz gut. Und dann sind wir jetzt schon wieder bei OLSR, Open Link State Routing. Das dürfte den meisten hier ein Begriff sein. Das kommt aus der französischen
Bereich, sage ich mal, Inria, ich weiß gerade nicht genau, wofür es steht, wurde halt 2004 das erste Mal halt ein Paper darüber veröffentlicht. Das ist ein Link-State-Algorithmus, sagt der Name auch selber. Man kann im Grunde zusammenfassend sagen, halt jeder Knoten kennt die gesamte Topologie vom Netz und berechnet dann halt zwischen jedem Paar halt die optimale Route und daraus wird eine Routing-Tabelle lokal halt generiert und dann kann man halt darüber dann halt eben routen. Kann man so und so sehen halt, ob das ein guter Ansatz ist, hat bestimmte Vor- und Nachteile. Also in allen Argumenten, wo man sagen würde, OLSR ist vielleicht nicht so optimal, ist, dass jeder Knoten halt viel mehr weiß, als er vielleicht notwendigerweise braucht. Und wenn man Wissen hat über Knoten ganz weit weg, dann ist das eigentlich auch irrelevantes Wissen vielleicht. Und da, wenn das Netz auch eben ad hoc und mobil ist, dann ist es ja auch so, dass die Topologie so ein bisschen sich ändert. Und dann ist es eigentlich auch nicht wirklich wichtig, halt, wenn man so weit vorausplant, das Paket losschickt und in der Zwischenzeit ändert sich die Topologie. Das ist so ein paar Gedanken, die man da hat. Ich habe hier unten noch als Punkt Freifunk Berlin aufgeschrieben und zwar war es so, dass es halt da wo eine Implementation gab. Ich glaube, Elektra, du hast das mal ausprobiert und das hat irgendwie gar nicht funktioniert mit OLSR. Und dann habt ihr angefangen, halt viele Sachen rauszuschmeißen, halt bis es halt funktioniert hat. Und habe das eben für Freifunk Berlin eingesetzt, so habe ich das verstanden. Ich habe mir mal die Codebasis von diesem OLSRD angeschaut, das ist halt die Implementierung gewesen, ist es halt immer noch. Wird jetzt nicht mehr aktiv maintained, ich habe jetzt einfach mal die Commits durchgeschaut, also das war halt so von 2004 bis 2019 halt so die meisten Commits. Das letzte Release war dieses 098. Vielleicht kommt noch mal ein finales 1.0, wer weiß. Und es ist in C programmiert. Ich habe mal einfach mal die Git-Commits alle durchgeschaut, also eine kleine Statistik gemacht mit Git Shortlog. Da sieht man halt, dass der Ferry da halt, Hubert, ganz viel programmiert hat und an zweiter Stelle der Henning Rogge auch sehr viel involviert war. Und ich habe dann irgendwo einen Cut-Off da gemacht bei der Liste halt, aber ich denke mal so ein paar Namen dürften halt relativ bekannt sein den einen oder anderen Leuten. Ja? Genau, habe ich kurz einen Einwand? Ja. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen, bitte? Ich versuche es, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache hier, aber... Ah, so. Ja, genau. Wir haben den aktuellen OLSR-Maintainer hier in der Runde. Das weiß ich, ja. Achso, okay. Der ist also bewusst nicht aufgeführt, ne, weil der Nick hat das übernommen. Genau, der ist der Maintainer vom Paket und vom OLSR-Daemon auch. Ja, okay. Hat sozusagen Commit-Rights im OLSR-D und hat dieses Jahr so die letzten ewig schon rumhängenden Patches. Ja, aber ich glaube, er macht nicht so die aktive Weiterentwicklung, sondern mehr Maintenance. Genau. Also mehr wie so ein Koma-Patient. Dass es noch läuft. Gepflegt wird. Ja, angefangen hat diese Implementierung mit Andreas Tönnissen. Das hat er für seine Masterarbeit gemacht. Ah, okay. Und was hat der Ferry da? Also der hat ja hier. Der kommt dann sehr viel später. Also Andreas hat halt, es war halt so eine typische Masterarbeit. Thomas Lopatik meinte dazu halt Spaghetti-Code, muss man ziemlich viel umschreiben. Und das war so, also Andreas Tönnissen hat damit angefangen, dann haben wir das getestet auf der Wizard of Oz 2003 oder 2004. Dann haben wir festgestellt, es funktioniert nicht, haben dann angefangen, das Protokoll irgendwie umzuändern, ETX einzubauen. Und dann hat Thomas ganz viel gemacht und dann später war es dann, die Österreicher haben dann übernommen, als wir dann angefangen haben mit Batman, also noch mit dem Layer 3 Batman D. Und dann haben so die Leute von Funkfeuer in Österreich haben da gearbeitet, also Ferry Huberts, Markus Kittenberger, genau, und Saverio hat auch ab und zu etwas committed, genau. Also nur der Vollständigkeit halber. Ja, okay, danke für den Input. Gehen wir hier ein bisschen weiter. Und zwar, die OLSR-Geschichte ist ja auch noch nicht über den OLSR definiert, sondern ich glaube, der Henning, der hat
da so eine Art OLIS R2 halt gemacht, das nennt sich ONF, das ist quasi die OLIS R-Implementation, die Berlin, Freifunk Berlin, glaube ich, nutzte, aber dann eben als wirklich als Framework, Plugin-Struktur und so weiter. Genau, aber da ist halt, glaube ich, letztendlich nicht so viel draus geworden. Also es funktioniert wohl, denke ich, aber es wird, glaube ich, kaum eingesetzt. Also auf jeden Fall kenne ich da keine Community oder so. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil er halt sehr viel Arbeit da reingesteckt hat. Naja, aber es ist immer interessant, was aus so Projekten wird. Also das ist jetzt auch nicht das einzige Beispiel halt von verschiedenen, so, ich sag mal, Side-Quests. Nämlich die Geschichte von Batman ist auch eine interessante. Da habe ich jetzt den Thomas und die Elektra halt, die jetzt hier im Publikum ist, aufgeführt, die das als Antwort auf OLIS R halt aus sich ausgedacht haben, sag ich mal. Ich weiß nicht, Elektra, wie viel du dann jetzt rumprogrammiert hast, wirklich, oder ob du mehr halt geistig da im gearbeitet hast. Das ist beim Bier bei mir irgendwie im Garten entstanden und abends gab es dann den ersten Code. Okay. Aber den Code hat überwiegend Thomas geschrieben und dann sind viele andere Leute dazugekommen. Hm. Also Simon Wunderlich, der auch hier ist. Hallo und, Simon. Und viele, viele andere. Und dann gab es irgendwann die Idee, dass es auch noch schön wäre, so eine Layer 2 Illusion damit zu erzeugen. Und das war dann Batman Advance und das ist jetzt für alle Leute der Batman. Genau, und da kommen wir gleich zu. Immer noch was dazu sagen. Ja, also ich habe mir auch damit die Commits angeschaut und das war halt hauptsächlich so zwischen 2006 und 2011. Batman die, wie du gesagt hast, hauptsächlich Layer 3. Das ist auch ein Distance-Vector-Protokoll. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so sehr einzugehen. Im Kern ist es relativ simpel, aber mit vielen halt auch Features. Genau, hier ist so ein bisschen der Code aufgeführt, da oben halt ist der Link, wo man den Code jetzt auch findet. Da habe ich gesehen, halt, dass der Marek da hauptsächlich involviert war und da dran geschrieben hat. Genau, und die Elektra auch, hatte ich da unten auch nochmal gefunden halt in der Liste. Da gibt es auch noch die Webseite von OpenMesh dazu. Aber ich glaube, das wird nicht mehr wirklich irgendwo eingesetzt. Würde mich überraschen. Village Telco haben das eingesetzt in Südafrika. Also der Village Telco Router hatte das drin. Wann war das? Ich benutze es auch noch. Also für so Sachen, wo sehr kleine Pakete gefragt sind. Also in Kombination mit AX25 auf 433 MHz zum Beispiel. Okay. Und dann kommen wir zu Batman Advanced. Das ist quasi halt die Neuimplementierung von, ich glaube, hätte ich jetzt gesagt, von Batman D. Und die Idee war im Grunde halt, das Ganze in den Kernel zu bringen, unter anderem für Performance und kann man ja mal machen. Vielleicht kann der Simon dazu sagen, warum das, wie die Idee dazu kam, das in den Kernel zu bringen oder Batman Advanced zu machen. Genau, also die ursprüngliche Idee ist, wir fanden das Layer 2 Prinzip cool. Wir haben das, ich glaube, bei den Chemnitzer Linux-Tagen einen Vortrag gesehen. Die haben OLIS R auf Layer 2 gebracht und dann ging plötzlich IPv6, DHCP, alles von alleine und wir dachten, oh, cool, probieren wir auch mal. Das war dann Batman Advanced User Space. Das war also der Routing-Code aus dem Batman, aber der Rest drumherum quasi neu geschrieben. Dann haben wir festgestellt, dass das nicht so wirklich performt. Weil im Prinzip wirklich jedes Paket aus dem Kernel in den User Space und vom User Space zurück in den Kernel muss. Und dann hat man uns entschieden, das als Kernel-Modul nochmal neu zu implementieren. Also Layer 2 Idee war zuerst da und dann aus Notwendigkeit dann in den Kernel. Genau, und da performt es halt auch einfach deutlich, deutlich besser. Und das ist, ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben, 2011, irgendwie sowas in der Richtung. Es ist also auch schon viele, viele Jahre jetzt als Teil vom Linux-Kernel. Also jeder, der einen Linux auf seinem Laptop hat, kann auch InSmod Batman Advanced machen und dann läuft es. Also rein theoretisch könnte man also sagen, dass Batman Advanced das weltweit weit verbreitetste Mesh-Routing-Protokoll ist. Ja. Auch wenn Leute es nicht wissen.
Also viele Leute haben das auf dem Rechner, ohne darüber nachzudenken. Das ist halt einfach, weil wir halt Teil vom Linux-Kernel sind, ist das einfach mit dabei. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ein großartiges Achievement gewesen. Ja, nicht nur das, also es hat auch bei Freifunk halt einen großen Anklang gefunden. Ich habe jetzt einfach mal so eine Zahl geschätzt. So, ich dachte mir so, ja, bestimmt so über 95% aller Freifunk-Communities in Deutschland setzen Batman Advanced ein. Ob es jetzt 95 sind oder 99, irgendwas in dem Bereich, denke ich, wird schon sein. Da hinten wird so Zweifel angebracht, okay. Also ich denke, es gibt noch einige ältere Communities, die halt auch noch OLSR einsetzen. Es gibt auch einige, die halt mit Babel und BMX, ne? Ich glaube Leipzig zum Beispiel auch. Ah ja, okay. Weimar auch, ja, also genau, müssen wir zählen, aber genau, viele neuere Communities nehmen halt Gluon und Gluon hatte Batman Advanced so als Default drin und ja, das denke ich ist dementsprechend auch relativ gut verbreitet. Genau. Total Feature Complete, ja. Ja, das sehen wir dann. Ja, auf jeden Fall, Layer 2 ist auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal von Batman Advanced. Wenn ich halt so andere Mesh-Routing-Protokolle hier angeschaut habe, also was ich gefunden habe, hat natürlich den großartigen Vorteil, dass man wirklich IP-agnostic sein kann. Das heißt, alles möglich darüber funktioniert, aber man muss auch natürlich so ein bisschen Low-Level-Protokolle wie ARP oder Neighbor Discovery dann auch auf der Ebene parsen und optimieren. Genau, das heißt, das sind dann halt wieder andere Challenges, die man dann halt machen, die man dann halt angehen muss, aber ich denke, das lohnt sich, hat sich gelohnt. Es gibt noch LFS, also das Mesh vom WLAN-Standard, das ist jetzt auch in vielen HWMP. Genau, also das, ja, das hat halt auch andere Einschränkungen, aber im Grunde ist es auch ein Layer 2 Protokoll. Ja, okay. 811 11S sagt mir auf jeden Fall was. Das ist das, was als Layer verwendet wird für Batman Advanced bei Freifunk. Das heißt, man hat 802.11s, aktiviert man, dann deaktiviert man das standardisierte Routing und ersetzt das dann durch Batman Advanced. Genau, man kann 11s quasi als aufgebohrten Ad-Hoc-Modus verwenden. Genau. 802.11s hat ja auch den Nachteil, halt, dass es irgendwie maximal 30 oder so Knoten, 32 Knoten ja könnte ja sein, Zweierpotenz unterstützt. Da kommen natürlich die Communities ganz schnell an ihre Grenzen. Die haben ja teilweise halt einen Faktor 20, halt sind sie größer und dann auch noch mehr. Naja, und viele Communities nutzen ja auch nicht nur WLAN, sondern beispielsweise VPN-Sachen oder, keine Ahnung, Ethernet oder Fiber-Verbindung und das funktioniert mit 11S auch nicht. Also das ist halt nur in einem WLAN-Netz. Genau, 802.11s ist wirklich nur WLAN und bei Freifunk, das war ja auch für Batman, glaube ich, auch so ein bisschen so etwas, was man gelernt hat, wo das dann plötzlich die Communities angefangen haben, halt diese Mesh, diese lokalen WLAN-Inseln halt alle nochmal über das Internet, über VPN zu verbinden und plötzlich hat man riesengroße halt Domänen und da musste Batman halt dann eben auch entsprechend halt reagieren, halt damit es da nicht jetzt zu Problemen kommt. Ist auf jeden Fall eine Challenge. Immer diese ganzen Freifunker, die riesengroße Netze machen. Da haben die Entwickler teilweise nicht dran gedacht. Du meintest ja gerade, dass so die Notwendigkeit war, dann halt so ein Kernel-Modul zu schreiben, weil man jeden aus dem User-Space halt jede Pakete anfassen muss. Wenn ich daran heutzutage denke, denke ich immer so, okay, gibt ja jetzt auch andere Möglichkeiten, anstatt Kernel-Module zu schreiben, sondern sowas wie Berkeley Packet Filter, Extended, also eBPF oder XCP oder so. Weil das ermöglicht mir auch die Möglichkeit, also ganz transparent also so Rules reinzuladen. Und habt ihr da auch mal drüber nachgedacht, halt keine Kernel-Module mehr zu benutzen, sondern eher das halt über diese neuen Sachen zu machen? Back to User Space meinst du? Ja, also dass man halt diese Linux interne VM oder wie man das nennt halt, die dann halt dann irgendwie im Kernel Space läuft. Und ich glaube, da kann man halt auch auf diesen Buffern rumschreiben, aber
Das hat mich schon immer mal interessiert. Aber. Nö, haben wir noch nicht. Also das gab es damals einfach noch nicht, wo wir das implementiert haben. Ich denke, möglicherweise kann man was damit machen, aber ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob man damit alles abbilden kann. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Also kannst du ja mal probieren. Na, mit EPPF werden allgemein viele Sachen gemacht, ja. Aber es gab jetzt das erste EPPF oder so heißt es, glaube ich. Mhm. Ja. Okay. Cool, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Ja, im Grunde halt hier das, was wir eben schon ein bisschen auch so erzählt hatten. Ja, genau, ab 2007 war es ein Kernel-Modul. Genau, ich glaube, der Rest ist nicht so wichtig, es ist quasi halt ein großer Ethernet-Switch, den man hat. Bei der Durchsatzmetrik hat sich was getan, dass jetzt bei Batman Advanced ist es jetzt, oder beziehungsweise bei dem Batman 5 Routing Protokoll, nennt man das jetzt, okay, ist quasi halt jetzt eine Durchsatzmetrik verwendet, weil das sich als für Communities als besser herausgestellt hat, sage ich mal einfach. Oder kann man das irgendwie vielleicht besser bezeichnen? Vielleicht als vielleicht ein Beispiel, warum das also besser ist? Die Idee war, das also Durchsatz abzubilden, statt einfach nur eine Packet-Loss-Metrik zu haben, weil ja die Durchsatzraten bei WLAN mittlerweile sehr variieren, von 1 Megabit bis 1 Gigabit kann man ja alles machen. Und für Batman sehen die Links aber dann möglicherweise genau gleich aus, also in dem vorherigen Protokollversion Batman 4. Deswegen haben wir Batman 5 entwickelt. Es ist immer noch als experimentell markiert. Ich glaube auch, dass die meisten Communities und auch ja, kommerziell tatsächlich noch Batman 4 einsetzen. Also ich kenne ein paar, die benutzen das, aber genau. Okay. Dann machen wir einfach mal weiter. Achso, genau. Ich habe nämlich jetzt ja auch mal mit Git Shotlock das angeschaut, mal wer da jetzt alles bei Batman halt viel committed. Da ist der Sven halt ganz oben, der arbeitet jetzt ja auch mit dem Simon zusammen. Und der Marek, Simon, du tauchst da an Stelle 3 auf sogar. Der Linus, den sehe ich da, der ist hier auch im Publikum. Der hat ganz viel mit Multicast-Optimierung in Batman halt implementiert. Großartige Sache. Und die mit dem Sternchen da, die arbeiten auch zusammen halt und pflegen auch Batman weiter. Es sind auch noch andere Leute halt involviert. Aber da habe ich jetzt nicht so den Überblick. Aber der Linus taucht da zweimal auf, ne? Das hat er gut gemacht. Das liegt, ich glaube, daran, dass einmal mit Ü und UE er sich da geschrieben hat. Hut auf, gut gemacht. Okay. Genau, da gibt es auch die Webseite halt zu auf OpenMesh. Ich habe da noch mal zwei Fotos von einem Vortrag auf dem Chaos Communication Camp von 2007 mal reingeklippt. Da sieht man die Elektra und den Marek, wie sie erzählen. Genau, und die Batman-Geschichte ist, glaube ich... Das ist nicht ADV, das ist Batman Demon. Ah, Batman Demon. Das ist Layer 3. Ja, dann muss ich das einfach noch mal ein bisschen fixen und auf andere Folien schieben, dann passt das. Sag's nur. Alles klar, danke. Ich wollte auch noch mal ein Wörtchen verlieren über BMX6, was entstanden ist auch aus dem Batman D. Das war Axel Neumanns experimentelles Batman. Und genau, er war mehr so aus dem akademischen Bereich, habe ich mir sagen lassen, und wollte halt lieber viele Optionen haben, um Sachen einzustellen, um dann Sachen zu probieren. Aber natürlich, wenn man das halt für ein Community-Event verwenden möchte, ist es vielleicht einfach gut, etwas zu haben, was möglichst wenige Optionen hat, wo man einfach sagen kann, ja, das macht das Mesh-Routing-Protokoll selber und dann läuft es einfach. Genau, da hat er auch viel halt dran gearbeitet halt, und da gab es auch eine Folgeversion halt, die sich BMX7 nannte. Ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben halt, wie es im Grunde halt, wo der Fokus drauf war. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Wird leider auch nicht mehr weiterentwickelt.
genau, BMX7 halt im Grunde halt mehr mit der Fokus darauf, dass man halt sichere Verbindungen hat über Knoten, denen man vertraut. Mit Krypto wird das dann halt gemacht. Genau, und leider die BMX6-Seite, die existiert auch nicht mehr, aber auf GitHub findet man halt noch den Source-Code. Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum neuen Hessen-Scheiß. Oder es wird neuer. Babel dürfte jetzt ja auch jemanden, allen Leuten hier, glaube ich, mal ein Begriff sein, vom Hören und Sagen wenigstens. Da steht hauptsächlich der Julius dahinter, der Julius Krobocek. Und der ist Professor an Paris Diderot, Paris 7, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, die Unis in Paris werden durchnummeriert oder sowas. Und der hat ein Routing-Protokoll geschrieben mit dem Namen Babel, was auch bei Freifunk halt so langsam ein bisschen Anklang findet, so in experimentellen Setups. Es wird auf jeden Fall mit rumgespielt. Es ist ein proaktives Distance-Vector-Protokoll, also auf jeden Fall, wenn es darum geht, also ähnlich halt so ein bisschen wie Batman, aber es ist halt auf Layer 3. Genau, es wird auch kommerziell eingesetzt, in kommerziellen Setups meine ich. Und genau, wurde, also ich glaube, ab 2007 halt entwickelt, ist auch in C, ist aber ein User Space Daemon, also läuft im User Space, nicht im Kernel Space, wie Batman. Genau, wenn ihr mal wissen wollt, wie das genau funktioniert mit der Metrik und so weiter, da habe ich ein paar schöne YouTube-Videos gefunden vom Battle Mesh 8 und 12. Wo er halt ganz schön eigentlich erklärt halt, wie das funktioniert und warum, was Babel halt so einzigartig macht. Genau, und der neueste geile Scheiß, sage ich mal, ist, den ich finde, ist gerade hier dieses Yggdrasil, was ich einigen Leuten hier schon mal so ein bisschen erzählt habe, wo der Neil und der Arcelia, ich weiß nicht genau, wie ich das aussprechen soll, dahinter stehen. Die kommen eigentlich aus der Matrix Element Community, also der Messenger. Und das ist so ein bisschen halt der geistige Nachfolger von dem CGDNS, nur aber mit dem Ziel halt, dass es besser skaliert. Und zwar wollen die halt für das Matrix-Protokoll oder fürs Matrix-Netzwerk besser skalierbares Mesh-Routing-Protokoll halt finden, was halt eben natürlich besser skaliert und dezentraler ist. Und deswegen haben die sich was ausgedacht, was halt ein Spanning Tree Protokoll ist. Das läuft im Grunde so, Knoten halt startet, generiert einen kryptografischen Key, der dann auch gleichzeitig halt aus dem halt die eigene interne IPv6 Adresse halt für dieses Netzwerk halt generiert wird. Und der Knoten, glaube ich, zurzeit jedenfalls mit dem niedrigsten Key ist der sogenannte Root Knoten, der dann halt verpflichtet ist, eben einen bestimmten Intervall halt so eine Art Paketlos zu schicken an alle seine direkten Klienten, mit denen er verbunden ist, die es dann wieder weiterschicken, und darüber wird dann halt die Baumstruktur definiert. Jetzt kann man denken halt, was passiert jetzt, wenn der Root-Knoten halt dämlich ist, kaputt geht oder was auch immer, vor allem, weil es halt theoretisch als zufällig irgendwie assigned wird, diese Aufgabe halt, je nachdem, wer zufällig eben hier diesen besten niedrigsten Schlüssel halt generiert hat. Dazu muss man sagen halt, dass der Root-Knoten eigentlich gar nicht so wichtig ist. Wenn der halt ausfällt, dann wird einfach halt innerhalb von, keine Ahnung, Minute ist halt ein neuer Root-Knoten halt da. Das ist dann der Knoten, der dann als nächstes halt den geringsten Schlüssel generiert hat. Oder halt, wenn der Knoten halt eine sehr schlechte Verbindung hat, der Root-Knoten, dann ist es auch so, dass dann die anderen Knoten einfach sagen, nö, den wollen wir nicht, der ist so scheiße. Ich glaube, das braucht irgendwie so 30 Minuten jedenfalls, bis auf einen neuen Root-Knoten halt, glaube ich, umgeschwenkt wird. Ich habe dir eben gesagt, was von einer Minute, aber ich glaube, das war jetzt, wurde geändert, weil jemand so einen Root-Knoten betrieben hat, also hatte irgendwie Brute Force halt einen Schlüssel generiert, der möglichst niedrig war, um dann Root-Knoten zu bekommen, und hat den halt übers Tor-Netzwerk angeschlossen. Also sehr wackelige Verbindung, da haben die Entwickler halt drauf reagiert und haben die Timings angepasst, sodass das jetzt Root-Knoten jetzt nicht mehr gewählt wird, als Root-Knoten erkannt wird, wenn er halt nicht eine bestimmte stabile Verbindung hat und auch wirklich halt in einem definierten Intervall seine
seine Hallo, ich bin der Rotknoten über mich definierte die Baumstruktur halt losschickt. Also diese Pakete. Genau, ansonsten eine Hopcount-Metrik und genau, interessant ist natürlich, dass es hier ein Spanning Tree Protokoll ist. Der Vorteil ist im Grunde halt, Spanning Tree ist relativ einfach drauf zu routen. Es skaliert halt eigentlich, also theoretisch halt super, also wesentlich besser als andere Mesh-Routing-Protokolle, vom theoretischen Aspekt jedenfalls. Aber dann denkt man sich, ja, wir betreiben ja so diese Mesh-Netze. Mesh-Netze sind keine Bäume. Genau, und da haben die gesagt, ja, aber Mesh-Netze, also in der Realität sind das eigentlich Bäume. Und also nicht genau Bäume, aber im Großen und Ganzen halt. Bäume mit so ein paar Verbindungen halt zwischen den Ästen. Und haben gesagt, ja, okay, aber das reicht da im Grunde halt. Können wir vielleicht darauf verzichten. Und daraus ist dann halt, und so ist das halt implementiert. Und man könnte sich vorstellen, vielleicht ist das auch für Freifunk. Das Interessante ist halt, selbst wenn halt, also wenn ein Paket irgendwie geroutet werden soll von einer Seite des Baums auf die andere Seite des Baums, theoretisch müsste das dann halt den ganzen Baum hoch bis auf den gemeinsamen Parent-Knoten halt und über den laufen halt und dann wieder runter im Baum zum Ziel. Aber wenn auf der Zwischenlinie halt irgendwie einer halt eine Abkürzung weiß, dann wird das Paket dann halt auch, sag ich mal, auf dem direkten Weg zwischen den nicht entlang des Baumes geroutet, sondern eben halt dann plötzlich taucht er halt auf der anderen Seite vom Baum halt auf. Ist ganz nett. Kann man überlegen halt, ob das eine Einschränkung ist, mit der man leben kann für Mesh-Routing-Netzwerke. Zurzeit ist dieses Yggdrasil-Netzwerk hauptsächlich ein Overlay-Netzwerk, aber ich habe es auch mal getestet, das funktioniert auch wunderbar mit 802.11s und vielen Knoten und so weiter, halt, die sich dann auch so mal dann wieder auftauchen und verschwinden. Das Ganze ist in GUP implementiert, ich sag mal jetzt leider so ein bisschen, weil das natürlich unter OpenWRT alles immer so ein bisschen resource-constrained ist. Die selber benutzen halt den deprecated oder ich glaube jetzt ungenutzt markierten Bereich, also IPv6-Bereich 0200/7. Ja, wird halt im Internet nicht benutzt und die haben das sich dann einfach gesagt, ja, ist ja unser Experimentalprojekt, dafür können wir das, glaube ich, ganz gut nehmen. Genau. Und zurzeit haben die ein Netz, das ja, Stand 1. Mai ungefähr 5000 Knoten hat. Das ist schon massiv. Den Overhead habe ich jetzt selber noch nicht gemessen halt, aber ich habe mir sagen lassen halt, dass er nicht relativ gering ist. Genau, und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Hier habe ich so ein Bild halt von einer grafischen Visualisierung halt. Allerdings viele Verbindungen werden dort nicht angezeigt. Das sind halt so diese Shortcuts, wo halt ein Knoten halt direkt in der Sichtweite des anderen ist oder wo halt über das Internet ein manuelles Peering halt eingesetzt wird. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz halt. Mesh-Routing mit Spanning Trees beißt sich eigentlich, aber ja, vielleicht geht's. Hat ein paar Vorteile vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Also Minimum Hop Count, ja, eignet sich für drahtlos eher nicht. Das, genau, maximiert Packet Loss. Ja, vielleicht setzen die auch irgendwann mal eine andere Metrik ein. Zurzeit ist es ja hauptsächlich ein Overlay-Netzwerk über das Internet. Dafür macht es Sinn. Und die haben auch selber gesagt, dass es halt mehr so Alpha als Beta ist, die Software. Also die halten sich auch vor, halt, und das haben sie auch schon gemacht, komplett halt das Protokoll halt nochmal halt anzupassen, sodass es nicht abwärts, dass dann, und es dann auch nicht abwärtskompatibel ist. Also es ist halt auch wirklich so ein Experimentalnetzwerk. Aber dafür funktioniert es halt erstaunlich gut. Und wer da ein bisschen mehr drüber wissen möchte, halt, wie es funktioniert, also ich sag mal so, es gibt dann auch so eine Distributed Hash Table, halt, die dort verwendet wird, so ein bisschen wie Batman, aber die nennen das halt Snack und es ist Schlange, nur anders geschrieben. Und es ist auch kein
der ID-Space halt für die IP-Adressen ist auch kein Kreis, sondern eigentlich eine Linie. Und daher kommen die dann auf Schlange, Snack. Und genau, und wie das alles zusammenhängt, da schaut ihr euch am besten auch so die Videos von der FOSDEM an, von diesem und letzten Jahr, wo die halt ihren Fortschritt ein bisschen dokumentiert haben. So, das war's eigentlich. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Überblick geben, halt so ganz viele verschiedene Mesh-Routing-Protokolle halt von ganz früher, sage ich mal, bis ganz neu. Und ja, ich hoffe, es war angenehm und es hatte vielleicht so ein paar neue Anregungen gegeben. Danke.